Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Black Flag. So, wir holen uns jetzt mal dort hinten das Kastell. Ah, wir brauchen viel mehr Metall. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Oh, boys, row, boys, row. Some I stow forward and some I stow after. Warum ist das hier ein Sperrgebiet? 40 fathoms or more below, boys. Row, boys, row, boys, row. There's 40 fathoms or more below, boys. Way high, Sally, high. Oh, way high. And up she rises. Row, boys, row, boys, row. Way high, and the blocks is different sizes. Way high, Sally, oh, one more pull, don't you hear the mate a bawling? Row, boys, row, boys, row. One more pull, that's the end of our hauling. Sally Brown, she's the gal for me, boys. Row, boys, row, boys, row. Sally Brown, she's the gal for me, boys. I'm Sally Brown. Nur 50 Metall. 100 wäre schön. Das würde sich tatsächlich lohnen, aber. Tja, jeden Moment geht's los. Hoffentlich halten die sich ein bisschen zurück. Von Backbord, Sir! Sir! Dort schwimmt Beute! Gefechtsposition! Feuer! Dort ist die Verwundbarkeit! Ah! Gebt den Befehl, Sir! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Hä, kaum getroffen, Mann. Sind bereit, Sir! Wir haben sie abgeschüttet, Sir! Feuer! Verstärkung! Dort ist die Verwundbarkeit! Feuer! Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Sie feuern, Feuer! Sir! Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Bleib auf Feuer! Kann sie uns nicht rammen! Feuer! Das hat schon... Wir treffen gleich auf! Feuer! Feuer! Bereit! Feuer! Was halt die Minen auf, Captain? Ihr Rasse da gehört! Feuer! Da, Captain! Das... Feuer! Habt ihr uns!
Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Präsentieren Sie sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Sie geht gleich unter! Gut. Vorinfiltrieren. Das scheiße jetzt eigentlich, dass wir es haben. Mehr oder weniger. Ist jetzt nur noch ein bisschen lästige Arbeit. Locker trimmen! Alle Segel einholen! Vieren und einholen! Obersegel bergen! Sehr gut. Kapote Gruß. El Quapo. Te lo ruego, déjame vivir. Hier eigentlich keine Festung? Nafeseda. Ein Marineauftrag. Wir müssen aber unbedingt auffüllen. Ahoy, Kenway. Müsst ihr abtauchen? Nein. Hallo? Huh.
Seid gegrüßt, Freibeuter. Ein Spanschiff hat sich unrechtmäßig einige Waren bemächtigt. Nun habe ich die entsprechenden Dokumente, die dies beweisen, zwar gerade verlegt, doch diese Waren gehören rechtmäßig mir. Seid versichert, ich entlohne euch angemessen, wenn ihr mir die Waren zurückholt. Unterzeichnet Milo van der Graaf. Er war Kaufmann und Freund. Ja. Bitte. Holzerbeuten, die Beute dem Händler. Ey, ich hab da was. Gut. Das ging schnell. Da bin ich. Eigentlich müssten wir auch mal ein paar dieser Inseln holen, ne? Fertig machen. Ich dachte eigentlich, hier wäre tatsächlich noch... Wieso ist hier nichts? Ich säge jetzt hier einfach mal rein. Müssen wir nach links? Setzt Kopf, Ram und Marssegel! Wo, wisst ihr was? Wir können tatsächlich einfach mal eine der Inseln machen. Wir gehen einfach mal hier. Wir zerschellen an Lanze! Wow, die Sandbank ist aber weit im Wasser. Mars und Topsegelberg! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Alle Segel niederholen! Captain über Bord! Vielleicht erstmal den Aussichtspunkt holen. Da wäre sogar eine Schatzkarte. Hier ist halt nichts auf der Insel, ne? Also so gar nichts. Ich glaube, die gehört zu denen, die später tatsächlich sogar in der Story wichtig sind.
So gefällt mir das. Mhm. 335469. Da sind wir auf jeden Fall nicht. Da hat sich aber einer zusammengekauert, wa? So, was haben wir noch auf der Insel? Nur noch die Flaschenpost. Ein Weitür auch schockierender Tagtraum. So, wer das lesen möchte, ich werde das immer so ein bisschen stoppen. Jetzt müssen wir hier nur noch ungesehen rauskommen, ohne total zerschossen zu werden. Ach du, was ist da los? Mehr Segelmänner! Wir halten den Wind so gut sie es kann! Nichts Besonderes. Einfach ein paar Schiffe, die da rumkreuchen und fleuchen. Ein Bullenhai. Ich glaube, der ist auch uninteressant. Was haben wir hier? Unentdeckter Ort. It's there!
Away to Rio. You've got our half pay for to keep you around, and we're bound for the Rio Grande. And away, boys, away. Away to Rio. It's very well, my bonny young girl, for we're bound for the Rio Grande. She's a deep water ship. Diplomatie 2 hat er von. Nach dem großen Erfolg von Diplomatie 1. Run. Ah ja klar, die Engländer wieder. Bereit zu feuern! Bereit zu feuern, Sir! Konzentrier dich auf Ruderköpfe! Feuer! Haben Kraft am Einschlag! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Seile genau da rein! Feuer! Arbeiten dran! Bereit, Sir! Feuer! Leichtes Spiel für uns, Captain! Feuer! Ist sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Bleibt standhaft, Jungs! Geht sie ran, Matrosen! Der schießt in der Nähe auf uns. Ah. Das war zu weit. Warum nicht? Haben wir noch ein englisches Schiff? Mit Elan, ihr Lumpen! Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schwert! Feuer! Auf den Grund! Segel setzen! Bewegung! Wir ärgern sich! Fregatte! Die Farben Englands! Die sind allein, Sir! Wie sehen die uns denn von da? Alle Segel reffen! Ich glaube, es ist noch nicht so ratsam, jetzt hier zu sein. Irgendwie scheint es nicht so... keine sehr gute Idee zu sein. Was fehlt uns hier noch? Weiß ich gerade gar nicht so richtig. Da fehlt uns nur ein Animus-Fragment. Da müssen wir nicht unbedingt hin, aber wir könnten tatsächlich da.
Segel, los geht's! So viel Segel, wie ihr könnt! Alle Segel setzen und starten fest! Zurück, sie schickt uns auf den Meeresgrund! Feuer! Wir brauchen Unterstützung, Captain! Was? Wir bekommen Unterstützung. Wir haben zu viel Feuerkraft, Captain. Sie bekommen Unterstützung. Feuert. Ja, ich hab sowieso keine Lust auf die. Aus sicherer Entfernung mit dem Mörser. Ich will nicht schießen, außerdem ist das Munitionsverschwendung. Wir wollen ja von denen abbauen. Wir sind außer Gefahr, Sir. Das bezweifle ich gerade sehr stark. Was war das gerade für BWL, Justus? Wir werden über die Ankerklüse gehen. Die Engländer haben wieder genau das, was wir brauchen. Ich würde halt gern wissen, was jetzt hier noch auf der... Ah, ich weiß, was wir auf der Insel noch können. Ah, wir können da noch so... Ah, ja, Moment. Feuer! Ups. Verdammt daneben! Ja, der Besitzer der Insel kommt wieder. Oh, ich habe ja einen sehr geringen Rang. So, hier konnte man mich Sachen noch kaufen. Habt ihr einen Moment, Captain? Klar. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Okay, aber nicht versaufen. Braucht ihr mal einen Seebär, Captain? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Auf jeden Fall. Rumhuren macht Menschen glücklich. Ihr macht einen alten Seebären stolz. Und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Mhm. Captain Kenway, einen Moment. Ich rede nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Vielleicht sollte ich erstmal die ganzen Sachen kaufen und dann... Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden, durchs Bild. Aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Okay, ein Bordell ist ja aber richtig teuer, wa? Merci, Monsieur. Thank you. Thank you. Der scheint sich mehr darüber zu freuen als jeder andere hier auf dieser Insel. Hab nachgedacht, Captain.
Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Wo du recht hast, hast du... Ja, sicher. Weißt du, ich lasse dafür 700 Real, lasse ich da einen General Store bauen, aber hier ein Lagerfeuer mit ein paar Lumpen und Kisten, 7000 Real. Sicher. Anakin Skywalker, ihr wollt mich wohl verarschen, aber ich bezahl's. Betrunkene Piraten können kostenlos angeweiht werden. Ja, sehr gut. Ja, das Geld sieht schon wieder mau aus, war ja klar. Bist du der für den Laden? Was darf's denn heute sein? Ja, das bringt wohl nichts. Vielleicht später. Herstellung. Es ist blöd, dass man das nur so einzeln machen kann. Das sind eigentlich überhaupt keine Upgrades. Das sind einfach Ausrüstungen. Ich weiß nicht, warum da Upgrade steht. Seid ihr das, Captain Kenway? Welch ein Glück! Brauchen wir eine Crew? Eigentlich nicht, ne? Also wir haben ja eine Crew wegen einer Person. Gut, es gibt hier noch Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht frage. Und das ist das Upgrade wahrscheinlich für unser Haus. Und eine Leiche. Die Schatzkarten sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Weil, so wie es aussieht, kriegen wir dadurch noch so Baupläne. Tja, wie komme ich da jetzt hin? Sammeln wir wahrscheinlich doch noch ein paar Sachen. Ist ja nicht weiter schlimm. Die Folgen haben zwar jetzt irgendwie mega Überlänge, überlange, aber auch das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ist recht nicht, wenn wir
Schiffe versenken spielen oder ein paar Sachen einsammeln, ein bisschen rumsegeln. Da kann eine Folge auch ruhig mal ein bisschen länger gehen. Oh, toll. Nein, nicht wieder hoch. Ein. Nein, er ist weg. Ja. Na? Tja, ich weiß jetzt auch irgendwie nicht so richtig, wie wir da hinkommen. Deswegen, ich würde jetzt mal kurz... Geht das? Nein, geht nicht. Irgendwie müssen wir wieder mal zum Häuschen. Das ist ein Boot, aber ich weiß nicht, ob das ein Boot ist, womit ich zum Schiff zurückkomme. Ja. Ach, Gott sei Dank. Selbst in See stechen. So, wo
geht's denn mal hin in der nächsten Folge? Da war nur noch eine Sache. Ja, dann ab nach Nassau, oder? Alle Segel, sie verträgt das! Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.